Herzlich willkommen. Beim Stichwort Netflix and Chill denkt jeder sofort an Verbraucherschutz. Jedenfalls tut das der Gesetzgeber auf europäischer und auf deutscher Ebene. Und deshalb sprechen wir heute vornehmlich über die besonderen verbraucherschutzrechtlichen Vorschriften, die beim Streaming von Filmen und Musik eine Rolle spielen. Eine neue Webcam ist bestellt, dann werde ich vielleicht demnächst auch das seltsame Schimmern meiner Haare los, wenn ich mich hier vor meine PowerPoint-Folien blende. Für heute müssen Sie sich damit nochmal abfinden. Dass wir im Zusammenhang mit Streaming von Musik und Filmen primär über Verbraucherschutz sprechen, hat natürlich seinen Grund auch darin, dass es sich bei Musik und Filmen um Güter handelt, die typischerweise an Endverbraucher vermarktet werden. Ansonsten haben Musik und Filme viel mit Software gemeinsam, über die wir ja schon in Einheit 2 gesprochen haben. Denn genau wie bei Software handelt es sich ja technisch gesehen um digitale Daten und damit im Sinne des BGB nicht um körperliche Gegenstände, nicht um Sachen. Und darauf beruht ein Gutteil der Schwierigkeiten der rechtlichen Einordnung. Über Verbraucherschutz beim Streaming sprechen wir heute. Wir werden das allerdings nicht in allen Einzelheiten behandeln, denn den Vertragsabschluss auf digitalem Wege behandeln wir noch, wenn wir über elektronische Willenserklärungen sprechen, in der 10. Einheit. Typischerweise werden Musik und Filme nicht nur digital ausgeliefert, sondern auch auf digitalem Weg bestellt. Sie werden also Ihr Netflix-Abo oder Ihr Abo eines Musikstreaming-Dienstes in der Regel auch per Mausklick abschließen. Aber das steht heute nicht im Mittelpunkt. Genauso blenden wir heute weitgehend aus durch die Problematik des Bezahlens mit Daten. Das heißt, den Umstand, dass zahlreiche Dienste, gerade auch im Bereich des Streaming, wie zum Beispiel YouTube, scheinbar kostenlos sind, aber von Benutzern wertvolle Daten erheben. Darüber sprechen wir in der nächsten Woche noch ausführlich. Für heute bleiben damit diejenigen verbraucherschützenden Regeln im Zusammenhang mit Streaming-Diensten, die sich nicht auf den Vertragsabschluss als solchen, sondern auf die weitere Abwicklung beziehen. Auch damit haben wir noch einiges zu besprechen. Außerdem will ich diese Vorlesungseinheit nutzen, um Ihnen den neuen Referentenentwurf zur Umsetzung der digitalen Inhalte-Richtlinie von Anfang November etwas genauer vorzustellen. Der bezieht sich namentlich auf Inhalte in Form von Streaming-Diensten von Musik und Filmen, aber natürlich auch auf Software und andere digitale Daten. Wir werden ihn heute natürlich primär unter dem Gesichtspunkt der Anwendbarkeit auf Musik und Filme betrachten. Insgesamt scheint es mir richtig, Musik und Filme und das Streaming in den Mittelpunkt einer eigenen Vorlesungseinheit zu stellen. Es gibt zwar, wie Sie jetzt gesehen haben, eine Reihe von Überlappungen mit Dingen, die wir schon besprochen haben oder noch besprechen werden. Das Streaming von Musik und Filmen ist aber wirtschaftlich sehr wichtig und vielleicht auch für die Freizeitgestaltung des einen oder anderen Zuhörers oder der einen oder anderen Zuhörerin und Zuschauerin und Zuschauers so wichtig, dass es eine eigene Einheit verdient, wo wir diese Form der digitalen Wirtschaft besonders in den Mittelpunkt stellen. Die Wiederholungen, die verbleiben, sind hoffentlich didaktisch wertvoll. Wie schon auf der vorigen Folie notiert, gibt es bis jetzt nur eine punktuelle Regelung zu Verträgen über digitale Inhalte. Im Wesentlichen knüpft der Verbraucherschutz nicht an die digitale Darreichungsform der Produkte an, sondern an den Vertriebsweg. Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g BGB immer dann, wenn im Wege des Fernabsatzes Güter erworben werden, Verträge geschlossen werden, und das heißt insbesondere über das Internet, per E-Mail, Mausklick und so weiter. Immer dann besteht ein Widerrufsrecht nach 312g. Das gilt für analoge Güter, Bücher, Kühlschränke, genauso wie für digitale Inhalte wie Software, Filme oder Musik.
Gibt dann aber ein paar zusätzliche Regeln, gerade für solche digitalen Güter. Zunächst mal gibt es eine besondere Informationspflichten im Zusammenhang mit dem Widerrufsrecht nach § 312f Absatz 3 BGB. Und in dem Zusammenhang finden wir auch sowas wie eine Legaldefinition von digitalen Inhalten. Erfasst sind danach Verträge über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden. Das heißt, erfasst sind nicht Verträge über die Lieferung von Daten auf CD oder DVD. Auch eine herkömmliche Vinylschallplatte wäre nicht erfasst, denn auch die ist wohl ein Datenträger mit Schall- oder Tondaten drauf. Die Vinylschallplatte wäre aber auch deswegen außerhalb der Definition, weil da zwar Daten gespeichert sind, aber nicht in digitaler Form, wie das zusätzlich verlangt wird. Soweit ein Widerrufsrecht besteht, sind dann für dieselbe Gruppe von Verträgen zusätzliche besondere Ausgestaltungen vorgesehen. Zunächst mal die Möglichkeit, das Widerrufsrecht vorzeitig zum Erlöschen zu bringen nach 356 Absatz 5 BGB, nämlich dann, wenn die digitalen Inhalte schon geliefert wurden und der Verbraucher über diese Folgen angemessen belehrt wurde. Und zum anderen besteht, wenn dann doch ein Widerrufsrecht erhalten bleibt, für den Verbraucher keine Pflicht zum Wertersatz, wenn er sein Widerrufsrecht ausübt. Beides hat natürlich mit den Besonderheiten digitaler Inhalte zu tun. Zunächst das vorzeitige Erlöschen des Widerrufsrechts spielt eine große Rolle, gerade im Zusammenhang mit Musik und Filmen. Denn bei diesen Gütern wäre es ja ansonsten möglich, binnen 2 Wochen das Werk schon umfänglich zu genießen, sich den Film anzusehen. Vielleicht will man ihn gar kein zweites Mal sehen oder auch die Musik schon mehrfach zu hören, womöglich sie sich runterzuladen und eine Kopie heimlich zurückzubehalten und dann den Widerruf zu erklären, ohne die Ware bezahlen und die Ware dadurch nicht bezahlen zu wollen. Um das zu verhindern, ist vorgesehen, dass mit Lieferung der digitalen Inhalte das Widerrufsrecht erlischt, vorausgesetzt, dass der Verbraucher darauf ordnungsgemäß hingewiesen wurde. Und andererseits, wenn dann doch ein Widerrufsrecht nach Lieferung der digitalen Inhalte noch besteht, muss der Verbraucher bei Widerruf keinen Wertersatz leisten. Auch das leuchtet ein. Die digitalen Inhalte sind ja digitale Daten, die beliebig vervielfältigt werden können von dem Unternehmer, der sie liefert hat. Ihm entsteht also kein Schaden, wenn er sie vom Verbraucher nicht zurückbekommt. Es wäre ganz sinnlos, dass der Verbraucher Daten, die er runtergeladen hat, wieder hochlädt beim Unternehmer. Und er muss dafür auch keinen Wertersatz leisten, denn dem Unternehmer entgeht ja nichts. Nötig ist allerdings, dass der Verbraucher die Daten nicht weiter, die digitalen Inhalte nicht weiter nutzen darf. Ja, schauen wir uns an einem konkreten Fall an, wie diese Vorschriften funktionieren. Der Fall wurde vom OLG München vor etwas mehr als 3 Jahren entschieden. In Wirklichkeit war das eine Verbandsklage, sodass das OLG München nicht alle Fragen beantworten musste, die wir uns stellen. Ich habe den Fall als einen konkreten Vertrag ausgestaltet, wo ein Herr V oder eine Frau V sich bei einem Streamingdienst anmeldet, eine Willkommens-E-Mail bekommt und da ist nun so eine Belehrung enthalten, die gerade darauf abzielt, den 356 Absatz 5 BGB auszulösen, also dafür zu sorgen, dass das Widerrufsrecht verloren geht. Da heißt es, durch Klick auf den Link erhalten Sie sofort eine persönliche Zugangsberechtigung und Zugang zu unseren Inhalten. Durch das Anklicken stimmen Sie zu, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Vertragsausführung beginnen. Mit Beginn der Vertragsausführung verlieren Sie Ihr Widerrufsrecht. V macht weiter, klickt auf den Link, kriegt Zugangsdaten und erklärt nachher doch noch den Widerruf. Nun erklärt der Streaming-Betreiber, das geht nicht, der Widerruf war schon verloren, also ist für den ersten Monat Teilnahmegebühr fällig. Erst danach kannst du den Vertrag kündigen. Und unsere Fallfrage ist, muss der V nun zahlen? Wenn wir das Gutachten mäßig lösen, müssen wir als erstes die Frage beantworten, um was für einen Vertragstypus des BGB handelt es sich, welche Anspruchsgrundlage ist. Einschlägig, um diese Frage konnte sich das OLG im Rahmen der Verbandsklage drücken. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze als Werkvertrag einzustufen. Auf die erste Sicht könnte vielleicht die Einstufung als eine Art von Miete oder Pacht näher liegen. Immerhin wird hier ein Angebot auf Zeit genutzt. Wenn man Bedenken hat, diese Filme als körperliche Sache anzusehen und annimmt, für den Mietvertrag ist eigentlich Miete einer Sache vorausgesetzt, könnte man es immer noch als Pachtvertrag eines sonstigen Gegenstandes einsetzen. Nun wird aber beim Streaming ja nicht ein einzelner Film oder ein einzelnes Musikstück
auf Zeit genutzt, sondern es besteht auf Zeit Zugriff auf das gesamte Angebot. Das scheint mir dann doch eher den Charakter einer Dienstleistung zu haben, die Verfügbarmachung dieses Angebots, und zwar einer Dienstleistung, die auf Erzielung eines Erfolges gerichtet ist. Es geht also darum, dass der Streaming-Dienstleister durch entsprechende Vorkehrungen, durch entsprechende Tätigkeit dafür sorgt, dass sein Filmangebot zur Verfügung steht, jederzeit, und das ist ein Erfolg, den es herbeizuführen hat. Deswegen ist das meines Erachtens am ehesten ein Werkvertrag, wenn auch ein solcher von besonderer Art. Wenn wir das zugrunde legen, ist die Anspruchsgrundlage § 631 BGB. Wir müssen dann natürlich prüfen, ob ein Werkvertrag auch wirksam abgeschlossen wurde. Das setzt voraus, dass besondere Vorgaben eingehalten wurden des Verbraucherschutzes, insbesondere der § 312 J Absatz 3 BGB. Der wird uns in der Vorlesung noch wieder begegnen. Ich würde Sie aber jetzt schon auffordern, ihn sich mal anzusehen, im Auge zu behalten. Danach ist bei Vertragsschluss via Internet sind besondere Anforderungen an die Ausgestaltung des Buttons, auf den man klickt, wenn man sich endgültig zum Vertragsschluss entscheidet, festgehalten. Wir gehen davon aus, dass damit hier alles in Ordnung war. Unsere Fallerzählung setzt ja erst einen Schritt später ein, nämlich damit, dass schon die Willkommens-E-Mail kommt. Wir gehen also davon aus, der Vertrag wurde ordnungsgemäß geschlossen und es stellt sich jetzt nur mehr die Frage des Widerrufs. Widerrufsrecht, wie gesagt, ergibt sich aus dem Fernabsatzcharakter des Vertragsschlusses und damit aus 312G Absatz 1 BGB. Und die Frage ist, ob das Widerrufsrecht aufgrund des 356 Absatz 5 BGB verloren gegangen ist. Die spannende Frage war nun, ob es um eine Lieferung digitaler Inhalte ging und ob die Lieferung schon passiert war. Das wollte der S bzw. der Verbraucherverband, der geklagt hat, in Abrede stellen. Er wollte sagen, hier ging es ja darum, dass nur erst der Zugang zum Angebot eröffnet war. Es waren noch keine digitalen Inhalte geliefert. Das wäre erst der Fall, wenn der V sich was runtergeladen hätte. Also konnte er doch noch zurücktreten. Das OLG hat zum Vergleich die englische Fassung der Verbraucherrechte-Richtlinie herangezogen, auf der Paragraph 356 Absatz 5 BGB ruht und festgestellt, dass nur im Deutschen zwischen Lieferung und Bereitstellung von Inhalten differenziert wird. Im Englischen steht überall da, wo in Deutschland entweder Lieferung oder Bereitstellung steht, einheitlich das Wort Supply. Da steht also auch in 356 Absatz, also an der Stelle, auf die 356 5 BGB zurückgeht, etwas davon, dass digitale Inhalte supplied werden. Und Supply, so das OLG München, kann man zwanglos und eher als mit Lieferung mit Bereitstellung übersetzen. Unter anderem mit dieser Begründung ist also das OLG zu dem Schluss gekommen, dass die Eröffnung des Zugriffs auf das gesamte Streaming-Angebot schon Supply und auch im Sinne des deutschen Rechts Lieferung ist. Methodisch ist dieser europarechtliche Exkurs ein bisschen problematisch, insofern als nicht nur die englische Fassung, sondern alle Fassungen in allen EU-Amtssprachen gleichermaßen verbindlich sind. Man hätte also vergleichend vielleicht auch noch die bulgarische Fassung heranziehen müssen, ehe man zu dem Schluss kommt, dass zwischen Lieferung und Bereitstellung nicht differenziert wird. Inhaltlich kann man trotzdem der Entscheidung, denke ich, folgen. Das heißt also, schon mit der Freischaltung des Zugangs waren digitale Inhalte bereitgestellt, obwohl V tatsächlich noch keine Filme gesehen, noch keinen Genuss von seinen digitalen Inhalten gehabt hatte. Damit war ihm das Widerrufsrecht schon verloren gegangen, der Vertrag besteht. Und damit, da es seinerseits seine Leistung erbracht hat, insbesondere auch den Erfolg, nämlich Eröffnung des Zugangs zum Streaming-Angebot herbeigeführt hat, damit ist der Werklohn geschuldet. Eine besondere Abnahme wird man bei dieser besonderen Art von Werkvertrag nicht fordern können, sodass der Werklohn mit der Fertigstellung des Werks fällig wird. Ergebnis also, der Anspruch besteht. An den verbraucherschützenden Vorschriften über den Fernabsatz und auch über die Einbuße des Widerrufsrechts und so weiter wird sich auch künftig nichts ändern. Dafür wird es aber eine viel detailliertere Regelung für verschiedenste Aspekte von Verträgen über sogenannte digitale Produkte geben. Der Ausdruck digitale Produkte ist neu im Gesetz. Er erfasst nach der gesetzlichen Definition einerseits digitale Inhalte. Das wiederum definiert der Gesetzgeber schlicht als digitale Daten. Darunter fallen also Software ebenso wie Filme, Musikstücke und so weiter. Digitale Dienstleistungen soll
sollen solche Dienstleistungen sein, die zur gemeinsamen Erstellung, Speicherung und zum gemeinsamen Zugriff auf digitale Daten die Möglichkeit geben. Das Ganze zusammen heißt also digitale Produkte. Und die Konzeption des deutschen Gesetzgebers ist nun, dass der Vertragstypus, dem ein Vertrag über solche digitalen Produkte zugeordnet wird, für die Ausgestaltung über weite Strecken keine Rolle spielen soll. Es soll also dabei bleiben, dass digitale Inhalte gekauft werden können, gemietet werden können, Gegenstand von Werkverträgen sein können. Nur große Teile des anwendbaren Rechts bestimmen sich weder nach dem allgemeinen Schuldrecht noch nach dem besonderen Vertragsrecht für den Werkvertrag, Kaufvertrag, Mietvertrag, sondern stattdessen nach 327 bis 327 UBGB, unabhängig davon, was für ein Vertragstypus angenommen wird. Soll also die Bedeutung dieser Vertragstypen zurückgeschraubt werden, die bleiben erhalten, haben für einzelne Fragen auch Bedeutung, aber eben, wenn der Vertrag über digitale Produkte geschlossen ist, dann wird er jedenfalls den 327 folgende unterworfen. Das gilt zu einem großen Teil auch dann, wenn keine Gegenleistung in Geld erbracht wird, sondern stattdessen der Verbraucher seine Daten zur Verfügung stellt und stellen muss, um das Angebot zu nutzen. Dabei soll es gar nicht darauf ankommen, ob nun die Daten als eine Art Gegenleistung gesehen werden, so statt dass eben tatsächlich statt Geld mit Daten bezahlt wird, sondern es soll sogar dann die Geltung der 327 folgende gelten, wenn die zur Verfügungstellung von Daten durch den Verbraucher nur Nebensache ist, sodass man die Leistung des Unternehmers als Schenkung ansehen muss. Wenn also digitale Produkte geschenkt werden, dann gelten trotzdem die 327 folgende gemäß § 516a, sofern nur in irgendeiner Weise, wenn auch nur nebenher, Daten des Verbrauchers zur Verfügung gestellt werden. Ausgenommen ist nur der Fall, dass ausschließlich solche Daten zur Verfügung gestellt werden, die für die Vertragsabwicklung nötig sind. Wenn man also lediglich seine Adresse nennt, damit dahin etwas geliefert werden kann, dann könnte das noch in Ordnung sein. Ansonsten führt eben Verfügungstellung von persönlichen Daten immer dazu, dass der Unternehmer dem relativ strengen Haftungsregime der 327 folgende unterworfen wird. Das ist bemerkenswert, denn ansonsten kriegt man ja anzunehmen, derjenige, der ein Geschenk macht oder unentgeltlich Leistungen erbringt, wird milder behandelt, was die Haftung angeht. Das ist hier im Wesentlichen nicht so. Fallen soll im Wesentlichen auch die Unterscheidung zwischen Verträgen über Lieferung von digitalen Inhalten auf Datenträgern und in anderer Form. Einzelne Sonderregeln für den Fall, dass digitale Inhalte ohne Datenträger geliefert werden, bleiben aber bestehen. Zum Beispiel der vorhin erwähnte 312 F Absatz 3. Schauen wir uns dann die neuen Regeln im Überblick einmal an. Dann haben wir zunächst mal in § 327c eine Vorschrift über die Vertragsbeendigung bei Nichterfüllung. Wenn die digitalen Inhalte nicht wie vereinbart bereitgestellt werden, dann kann der Verbraucher den Vertrag beendigen. Das hat große Ähnlichkeit mit der Vorschrift des allgemeinen Schuldrechts, die wir in § 323 BGB finden. Nur dass da eben bei Nichterbringung der Leistung ein Rücktrittsrecht gegeben ist. Wegen der Vollharmonisierung des Rechts durch die neue Richtlinie kann das allgemeine Rücktrittsrecht des BGB nicht anwendbar gemacht werden. Stattdessen gibt es ein etwas anders ausgestaltetes Recht zur Vertragsbeendigung bei Nichtbereitstellung der Daten der digitalen Inhalte nach § 327c BGB neuer Fassung. Sehr viel ausführlicher ist dann geregelt die Mängelgewährleistung, wenn also nicht nichts geliefert wird, sondern etwas, aber mit Mängeln. Zunächst mal sind in 327d bis 327g Mängel definiert. Bemerkenswert ist dabei unter anderem, dass auch der Unternehmer, der digitale Inhalte liefert, einer Verpflichtung zur Leistung von Updates unterworfen wird. Und für die Verletzung dieser Update-Pflicht gelten dieselben Regeln wie für die Lieferung von Anfang an mangelhafter digitaler Inhalte. Das heißt, wenn Software nicht aktualisiert wird, obwohl das nötig wäre, zum Beispiel wegen neu erkannter Sicherheitslücken, dann wird das behandelt wie der Fall, dass sie von Anfang an fehlerhaft war.
Die Rechte des Verbrauchers bei Mängeln werden Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Die ähneln nämlich sehr denen, die Sie vom Verbrauchsgüterkauf aus dem geltenden Kaufrecht schon kennen. Das liegt daran, dass sowohl die Rechte des Käufers im Kaufrecht wie auch die Rechte des Verbrauchers hier im Recht der digitalen Inhalte europarechtliche Grundlage haben. Und da sind eben die Rechte letztlich immer ähnlich ausgestaltet. Es gibt also zunächst mal ein Recht auf Beseitigung des Mangels, so wie auch das Nachbesserungsrecht im Kaufrecht. Und wenn der Mangel nicht beseitigt werden kann oder binnen einer gesetzten Frist nicht beseitigt wird, dann gibt es die Möglichkeit der Vertragsbeendigung und die Möglichkeit der Minderung oder auch Rechte auf Schadensersatz. Die Verjährungsregel kommt Ihnen vielleicht auch aus dem Kaufrecht bekannt vor. Danach verjährt gemäß § 327j ein Anspruch wegen Mängeln binnen 2 Jahren ab Bereitstellung der digitalen Inhalte. Fürs Streaming besonders wichtig, bei so einem Dauerschuldverhältnis wie Streaming ist es das Ende des Bereitstellungszeitraums. Also erst wenn Sie Ihr Netflix-Abo kündigen, fängt die Zeit an, binnen derer das Abo gekündigt werden kann, während derer Mängelrechte geltend gemacht werden können. Und ebenfalls aus dem Kaufrecht bekannt vorkommen dürfte Ihnen die Regel der Beweislastumkehr bei Mängeln nach § 327k. Danach trägt also der Unternehmer die Beweislast für das Fehlen von Mängeln, wenn sich ein Mangel der digitalen Inhalte binnen eines Jahres nach Bereitstellung zeigt. Die folgenden Vorschriften haben eine etwas andere Stoßrichtung. 327q, da geht es um den Widerruf der Einwilligung in die Nutzung persönlicher Daten durch den Verbraucher. Das hängt eng zusammen mit dem Themenkomplex Bezahlen mit Daten, den ich vorhin schon angesprochen hatte und den wir in der nächsten Woche noch näher behandeln werden. 327r betrifft nachträgliche Produktänderungen. Das spielt eine Rolle im Bereich der Software, wenn die Funktionalität im Nachhinein eingeschränkt oder verändert wird, aber auch beim Streaming von Filmen und Musik, denn da kommt es ja sehr häufig vor, dass sich das Angebot ändert, dass also Serien rausgenommen werden aus dem Angebot oder neu dazukommen. Das ist geregelt in § 327r BGB. Neuer Fassung, danach sind solche Änderungen möglich, wenn sich der Unternehmer das vertraglich vorbehalten hat. Es gibt dann aber Kündigungsmöglichkeiten für den Verbraucher. 327s BGB ist wieder bekannt aus vielen verbraucherschützenden Vorschriften. Damit solche Vorschriften wirklich den Verbraucher schützen und nicht umgangen werden können, müssen sie halbseitig unabdingbar sein. Das heißt, es muss für den Verbraucher ausgeschlossen sein, dass der Unternehmer vorab diese Vorschriften abbedingt. Die Regelung ist so gestaltet, dass der Unternehmer sich auf eine solche Abdingung nicht berufen darf. Und schließlich haben wir auch wieder vertraut aus dem Verbrauchsgüterkauf Vorschriften über den Rückgriff des Unternehmers, der seinerseits vom Verbraucher wegen Mängeln in Haftung genommen wurde. Das mag in aller Kürze als kursorischer Überblick über diese neuen Regelungen genügen. Ich würde Sie noch bitten, wieder eine Wiederholungsfrage zu bearbeiten, nämlich unseren Fall von dieser Woche, den Streaming-Fall von oben nochmal anzusehen und zugleich den Referentenentwurf, den Sie leicht auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz abrufen können, ins Auge zu fassen und sich zu fragen, ob sich an der Einordnung des Vertrages, wie ich sie vorgeschlagen habe, als Werkvertrag etwas ändert oder ob das vom neuen Recht unbeeinflusst bleibt. Das wäre für heute alles. In der kommenden Woche geht es dann um Daten als Vermögens- und Rechtsobjekt. Für heute vielen Dank.